Servus und hallo zu einem neuen Tutorial bei Kurs of Utech. Ja, wir haben jetzt die letzten Wochen eher mehr oder weniger außerplanmäßige Videos rausgehauen. Ja gut, außer unser Kurs of Hilfe-Spezial und der Webtipp. Und jetzt haben wir mal wieder ein Tutorial aus der Kategorie Gewusst wie. Mich hat selber betroffen. Ich bin ja, wie viele vielleicht wissen, Systemadministrator und bin da mehr oder weniger mit der Einrichtung von vielen Systemen beschäftigt und auch mit manchen seltsamen Konfigurationen bekannt. Und jetzt ist mir was über den Weg gelaufen. Ihr seht es ja anhand der Überschrift, sonst hättet ihr ja kaum auf das Video geklickt. Es geht um das Deaktivieren von IPv6. Es gibt Systeme und Konfigurationen, wo das Deaktivieren von IPv6 durchaus sinnvoll ist und man muss es halt nur wissen, wie es richtig geht. Jetzt war das bei Windows 7 und bei Windows XP war das relativ simpel. Man konnte das einfach über den Adapter machen. Also ich mache das mal ganz kurz. Man ist in die Systemsteuerung rein, hat sich den Ethernet-Adapter geschnappt. Ich deaktiviere mal hier einen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, warum ich hier in der virtuellen Maschine 2 habe, aber es ist egal. Und man ist hier einfach in die Eigenschaften rein und hat hier gesagt, okay, ich deaktiviere Internetprotokoll Version 6. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass Microsoft ab der Windows Server Version 2012 oder eben auch Windows 10, jetzt haben wir hier eine Windows 10 Workstation, gesagt hat, nö, das funktioniert nicht mehr so, wir tun das etwas tiefer im System implementieren. Deswegen werde ich jetzt mal einfach eine Eingabe Aufforderung aufmachen. Nicht erschrecken, das ist hier für Videozwecke etwas größer als normal und werde jetzt hier mal einen Ping auf Localhost ausführen und wir werden sehen, okay, das ist die Loopback-Adresse IPv6, hier sieht man das schön, also das heißt, das Deaktivieren im Adapter selbst hat eigentlich überhaupt nichts gebracht. Das hätte ich mir eigentlich genauso gut auch gerade schenken können. Hier sieht man, eigentlich müsste es jetzt deaktiviert sein. Es hat früher funktioniert, funktioniert jetzt nicht mehr. Bin ich ganz froh, dass ein Kollege von den Networkern, Grüße an Gerd Zobel, von den Networkern, The Networker GmbH, mir da den Tipp gegeben hat, hat gesagt, Mensch, es gibt von Microsoft dazu eine Knowledge Base Eintragung und so kann man das Ganze schön automatisieren. Die haben da so ein Easy Fix-It Tool, Link natürlich in der Videobeschreibung und auf unserer Website im Artikel, versteht sich von selbst. Und das Teilchen, wenn man hier ausführt, man kann natürlich noch auswählen, was man möchte, was man genau deaktivieren möchte. Wir möchten aber komplett deaktivieren, deswegen führen wir das hier mal aus. Und dann rödelt er jetzt ein bisschen rum und wir werden gleich sehen, dass der Loopback nicht mehr möglich ist über IPv6, sondern dann über die 127.0.0.1 geht, also IPv4. Gut, das Ganze ist jetzt erfolgreich abgeschlossen. Dann machen wir das doch mal. Es kann auch Neustart erforderlich sein. In dem Fall ist es so, also geben wir dem System mal einen Neustart. Übrigens, darüber kann man es auch wieder reaktivieren, wenn man das denn möchte. Und wir starten jetzt mal die Kiste neu und da machen wir mal einen kurzen Cut. Ein Teil der Kurs of You Crew guckt uns jetzt wieder an in schwarz-weiß. Das heißt also, der Rechner ist wieder da. Und wir machen das Gleiche jetzt nochmal. Wir werden jetzt nochmal den Localhost anpingen und wir werden jetzt gleich sehen, aha, es ist jetzt eine IPv4-Adresse, 127.0.0.1, also die Loopback-Adresse wird jetzt angepingt. Ich habe hier kein IPv6 mehr und jetzt gucken wir nochmal kurz in den Adapter rein. Oh, dann gucken wir uns doch mal hier um. Ist ja schön, dass wir ein Speicherproblem haben. Und wir sehen hier, es ist trotzdem aktiviert. Also dieser Haken hier hat keine Aussage mehr, ob das aktiv ist oder nicht aktiv. Wie gesagt, ab den Versionen Windows Server 2012 und eben Windows 10. Davor konnte man es richtig schön darüber deaktivieren. Ja, jetzt muss man halt zu diesem Tool greifen. Wie gesagt, der Link befindet sich in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt, also das heißt, ihr habt vielleicht Vorschläge für Videos, seid vielleicht selber Sys-Admins, euch ist irgendwas aufgefallen, schreibt uns das gerne, wir werden gucken, ob wir das umsetzen können an redaktion@kursofu.com. Wenn es jeder lesen darf, könnt ihr es natürlich gerne auch in unser Forum posten, kursofu.com/community, da könnt ihr dann auch mit anderen Leuten ein bisschen interagieren. Kein Problem, könnt ihr gerne machen, wie gesagt, aber wenn es ein Hinweis an die Redaktion, an mich oder an Kollegen hier ist, dann schreibt es bitte per Mail, dann
ist es auch intern und könnt dann auch sagen, Mensch, dürfen wir euch erwähnen, dass ihr uns das als Tipp gegeben habt oder nicht? Wir werden das natürlich gerne machen. Also wir erwähnen euch gerne in den Credits. Da sind wir ganz offen. Das Ganze ist natürlich nicht nur eine einseitige Geschichte. Also wir wollen natürlich, dass unsere Zuschauer auch maßgeblich am Programm von QSO for You mit rumschrauben können an allen Ecken und Enden, soweit wie es halt irgendwo möglich ist. Und deswegen einfach das Input an uns. Wir gucken mal, was wir draus umsetzen können oder eben auch nicht. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Steffen Kolb von QSO for You Tech.